Herzlich willkommen zur nächsten Aufgabe. Wir machen heute den Rechtskorbleger. Dazu sucht ihr euch zwei Gegenstände. Wir haben zwei Wasserflaschen. Ihr könnt auch zwei Stöcke oder zwei Steine nehmen. Ihr stellt euch rechts unter den Korb. Und dann geht ihr einen großen Schritt, stellt da die erste Flasche hin. Und einen großen Schritt und stellt da die zweite Flasche hin. Dann stellt ihr euch hinter die Markierung, noch einen Schritt weiter nach hinten. Und dann üben wir die Korblegerschrittfolge. Wir machen erst einen Schritt mit dem rechten Fuß und dann mit dem linken Fuß und gehen dann hoch und versuchen den Ball gegen die obere Ecke von dem Viereck am Basketballbrett zu legen. Davon macht ihr 10 Versuche und versucht so viele wie möglich zu treffen. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man einfach immer weiter üben und auch immer die Ecke oben an dem kleinen Viereck am Brett anvisieren. Ganz wichtig ist auch auf die Schrittfolge zu achten. Ihr könnt euch immer wieder in Ruhe hinstellen und dann langsame große Schritte machen und versuchen, die Schrittfolge da wirklich einzuhalten. Und ihr seht, selbst dem Marvin passiert das mal, dass er einen nicht trifft. Das ist überhaupt nicht schlimm. Sammelt den Ball weiter ein und versucht es immer wieder.